In entscheidenden Fragen muss unseres Erachtens das Volk gefragt werden. Und wenn ich darf, will ich noch kurz sagen, was diese entscheidenden Fragen sind. Es gibt sicherlich Fragen, mit denen wollen wir Bürger gar nicht belästigen und wollen auch die Bürger gar nicht belästigt werden. Das sind viele verwaltungstechnische Fragen, sind bestimmte Regelungen und so weiter. Das sind Gesetze, die eine hohe Sachkenntnis erfordern, wo aber auch Entscheidungen getroffen werden, die eine neue Regierung wieder rückgängig machen könnte. Nun gibt es aber auch Entscheidungen, die sind, gestatten Sie mir ein Fremdwort an der Stelle, irreversibel. Also man kann sie eben nicht so leicht zurückdrehen. Dazu gehört beispielsweise die Entscheidung, die 2015 nicht einmal vom Bundestag, sondern fast in einer Art geistigen Umnachtung von Frau Merkel allein gefällt worden ist, nämlich die Grenzen zu öffnen und Deutschland faktisch zu einem Masseneinwanderungsland zu machen. Und diese Masseneinwanderung zurückzudrehen, das wird auch für jede neue Regierung schwierig sein. Also hier wird unser Land, unser Volk auf viele, viele Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte sich verändern. Und so eine Entscheidung nur von einem kleinen Kreis, von einer Gruppe von auf Zeit gewählten Politikern treffen zu lassen, das ist fatal. Hier hätte man tatsächlich den eigentlichen Souverän fragen müssen. Und der eigentliche Souverän ist nicht der Bundestag, sind nicht die Politiker. Der eigentliche Souverän ist das deutsche Volk. Und das muss in solchen entscheidenden Fragen selbst gefragt werden, ob es so etwas will oder nicht. Tja, das ist das Erste, was ich durchsetzen würde, wenn ich Bildungs- oder Kultusminister sein dürfte, die Gendersprache abzuschaffen und wieder normales Deutsch zu sprechen. Ja, da sieht man. Man muss sich ja mal klar machen, dass diese ganze Energiewende, und das ist ja eben schon ganz richtig gesagt worden, die würde sich ja gar nicht tragen und gar nicht funktionieren, wenn sie nicht massiv, und jetzt kommt es, nicht über die Steuern, sondern über die Energiekosten finanziert würde. Und hier fängt das ganze Projekt ja an, ich sage es mal ganz drastisch, sehr asozial zu werden. Denn der grüne Oberstudiendirektor, sage ich jetzt mal als beurlaubter Lehrer, der sich die Photovoltaik aufs Dach setzt, der verdient noch an dieser Energiewende, weil er Geld bekommt für die Einspeisung. Aber Tante Klein Erna, die irgendwo am Stadtrand oder auch im Rande von Berlin in der Hochhaussiedlung wohnt, eine geringe Rente hat, für die ist natürlich sind diese gestiegenen Energiepreise natürlich viel, viel spürbarer im Geldbeutel als für manchen anderen, für den das nur Peanuts sozusagen sind. Das heißt, es ist ein sehr asoziales Projekt, das die Grünen hier vorantreiben. Die Grünen sind, was diese Energiewende anbelangt, übrigens auch in manch anderer Hinsicht aus meiner Sicht eine asoziale Partei. Und jetzt ernten natürlich, haben die Grünen und Linken die Früchte geerntet, weil sie eben in Schlüsselbereichen ihre Leute haben. Gucken wir uns an, welche Parteiaffinitäten zum Beispiel Lehrer oder Journalisten haben. Das ist überproportional im Verhältnis zur normalen Bevölkerung, tendieren die zu grünen, linken Parteien, also SPD mindestens, wenn nicht sogar Linke oder Grüne. Und das müssen wir im Grunde jetzt genauso machen und das kostet Zeit. Also ich stimme Enrico Komning hier vollkommen zu, der große Sprung, der wird nicht möglich sein innerhalb kürzester Zeit, sondern wir haben jetzt vor uns diesen Marsch durch die Ebene und der erfordert Durchhaltevermögen, der erfordert Disziplin und da müssen wir auch als Partei, als Abgeordnete, ja vom kleinsten, in Anführungszeichen, Mann an der Basis bis hin zum Bundesvorsitzenden, müssen wir uns alle an den Riemen reißen, um hier wirklich auch eine überzeugende Leistung zu bieten, gegen die dann auch die Presse der anderen nicht mehr so viel sagen kann, weil das ist, glaube ich, ist natürlich schon etwas, was wirkt. Wenn die Mainstream-Medien permanent gegen die AfD schießen, das sind ja nicht die Mainstream-Medien alleine, es sind die Kirchen, es sind die Gewerkschaften und so weiter, die AfD steht ziemlich alleine da. Und bei dieser Zahl von Gegnern überhaupt so stabil noch dazustehen, das hätte unser politischer Gegner wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Da haben viele gehofft, dass wir verschwinden werden und dass wir nicht ein zweites Mal mehr in den Bundestag einziehen werden. Aber diese Hoffnung, die können Sie jetzt begraben. Wir werden einziehen und wir werden demnächst auch eine eigene AfD-Stiftung an den Start bringen, die dann all diese Dinge wie Vorfeldorganisation, politische Bildungsarbeit und so weiter auch machen wird. Das heißt, wir sind keine Eintagsfliege, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ja.
wobei man, glaube ich, der Hoffnung sein kann, dass es noch genügend Lehrer auch gibt, die ihren Job ernst nehmen und sich auch an das Neutralitätsgebot halten. Aber zunehmend wird eine bestimmte ideologische Beeinflussung ja auch durch Schulmaterialien versucht. Also schauen Sie sich mal moderne Unterrichtsmaterialien an. Da sehen Sie dann auf einer Marktplatzszene, die wird schon richtig nach dem Gender- und Herkunftsproporz gestaltet. Und ähnlich, vorhin hatten wir das Thema Gender Mainstreaming in der Sprache. Ja, es geht in die Sprache hinein und so weiter. Das heißt, es findet schon eine gewisse Beeinflussung statt. Und je jünger Menschen sind, desto leichter lassen sie sich auch beeinflussen. Das habe ich jetzt bei zahlreichen Podiumsdiskussionen in Schulen bemerkt, wo mir mehrfach die Frage gestellt worden ist, Herr Frömming, was, Sie waren früher mal Lehrer, und das hat die dann schon mal irritiert, weil Lehrer sind jetzt eigentlich keine Nazis, wieso können Sie denn in so einer Nazi-Partei sein, das haben wir nun gehört oder gelesen, und da waren die fest davon überzeugt, dass das so sein muss, und man muss dann wirklich erstmal Zeit und Mühe aufwenden, denen zu erklären, nein, das ist keine Nazi-Partei, das sind ganz normale Leute, diese Partei ist auch nicht verboten, sondern sie hat das Recht, Veranstaltungen zu machen, sie hat das Recht, bei der Wahl anzutreten, und wenn sie gewählt wird, dann stellt sie auch Abgeordnete und auch mal einen Bürgermeister oder eine Regierung. So, aber das ist vielen noch nicht klar. Also insofern stimme ich Ihnen zu, man muss hier, glaube ich, aufpassen, dass man ja das nicht zu weit ausdehnt, weil was kommt als nächstes? Der Nächste sagt dann, naja, es leben doch viele Ausländer bei uns, teilweise ja schon seit Jahren, Jahrzehnten. Warum sollen die nicht auch wählen, obwohl sie keine deutschen Staatsbürger sind? Und so weiter. Also ich bin dagegen, gegen dieses Aufweichen von althergebrachten Ordnungen und Regeln. Bei der Ehe für alle war das ähnlich. Also insofern sollten wir da die Kirche im Dorf lassen, ab 18 reicht. Wenn schon die eine Gewalt, nämlich die judikative, also die rechtsprechende Gewalt, wenn die schon am Verschmelzen ist oder zumindest anfängt zu kungeln mit der Politik, sich beeinflussen lässt aus einem anderen Bereich, von dem sie eigentlich getrennt sein sollte, dann wird es schwierig, wenn auch noch diese letzte Säule und die letzte Gewalt, wenn auch noch die Presse ihrer Kontrollfunktion nicht nachkommt. Also wir brauchen eine starke, unabhängige Presse, und die haben wir aber leider nicht, weil gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wo man ja denken könnte, naja, die sind alle fürstlich beamtenähnlich bezahlt, die Herren und Damen, die müssten doch dann mal eben dem Bundesverfassungsgericht oder auch anderen auch mal da ein paar kritische Worte finden. Das erleben wir ja gar nicht. Ja? Also im Gegenteil, inzwischen ist es ja so, dass sogar in der Tagesschau, nicht? Man hat ja heute vielleicht nicht mehr, aber vor einigen Jahren noch, hat man ja davor einen gewissen Respekt gehabt. Nicht? Was in der Tagesschau gesagt wird, das ist sozusagen die Wahrheit, das geprüft, das stimmt. Ja, inzwischen muss man davon ausgehen, dass sogar die Tagesschau Fake News verbreitet. Ja? Deshalb haben wir jetzt hier auch mal mit anwaltlicher Hilfe eine dieser Fake News der Tagesschau richtig stellen lassen, denn die Tagesschau hat behauptet, die AfD-Fraktion hätte im Bundestag gegen die Fluthilfe gestimmt. Lief 20 Uhr zur besten Sendezeit. Ja, und wir konnten dann nur mit anwaltlicher Hilfe erreichen, dass die Tagesschau eine Unterlassungserklärung unterzeichnet hat, also vielmehr der NDR. Was wir aber nicht erreichen konnten, ist natürlich, dass zur ähnlichen Sendezeit, nämlich auch abends um 8 in der Tagesschau, diese Richtigstellung gebracht wird. Das machen sie dann natürlich nicht. Dafür müssten wir dann noch viel länger klagen und viel mehr Geld investieren. Und da sind die Erfolgsaussichten dann auch wieder deutlich schwerer. Nicht? Aber das kann es natürlich nicht sein, dass man hier offensichtliche Falschdarstellungen nur mit juristischer Hilfe durchsetzen kann. Also hier stimmt irgendetwas überhaupt nicht mehr in unserem Gefüge zwischen den 3-4 Gewalten. Ich bin auch schon über 50 Jahre und kann mich gut erinnern an die Zeit, als damals die AIDS-Krankheit gerade rumging. Zu dieser Zeit wäre niemand auf die Idee gekommen zu sagen, jemand, der AIDS hat, darf nicht in eine Bar oder darf ein Restaurant, ein Geschäft oder irgendwas nicht betreten. Wie verrückt die Zeit ist, in der wir jetzt gerade leben, sieht man daran, dass wir jetzt darüber reden, dass Gesunde, nur weil sie nicht geimpft oder genesen sind, dürfen bestimmte Einrichtungen, hier war das Beispiel im Arzt oder so, nicht betreten. Also wo sind wir denn gelandet, dass ein Arzt sich weigert, Menschen zu behandeln? Gerade dafür ist doch ein Arzt da, dass er sich um Kranke kümmert, wenn sie denn Kranke sind. Also da verstehe ich ehrlich gesagt die Welt nicht mehr. Ich glaube, da sind unseren Politikern die Pferde durchgegangen. Ich war gerade
Gestern in der dänischen Botschaft hat ein Gespräch mit der dänischen Gesandten. Dänemark hat alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Das hatten die den Bürgern versprochen und das ginge natürlich auch bei uns. Dafür werden wir uns einsetzen. Werden wir uns einsetzen hier vor Ort in Anklam. Wir beide werden uns im Bundestag dafür einsetzen und ich freue mich, dass ich heute hier sein durfte. Und wenn ich das auch sagen darf, Sie waren ein fantastisches Publikum. Also Respekt, 1,5 Stunden so lange zuzuhören. Alle Achtung.